fuck. Ja, komm. Was? Ach so! Weiß ich doch nicht. Alter. Oh, wieder. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Zu einer weiteren Runde. Mittelerde, Mordors Schatten. Wir sind jetzt natürlich unterwegs zu den Dunkelhäuptlingen da hinten. Ihr seht das. Oh, fuck. Das ist dieses Riesenvieh. Ich hoffe, das hat mich jetzt gerade nicht mitbekommen. Wir haben jetzt gar nicht vor, überhaupt irgendjemanden hier großartig zu killen. Ich möchte jetzt einfach nur da oben hin. Der ganze Weg war schon... Man will immer nicht und man muss und dann hat man wieder und ist wieder ein Uruk da, den man doch lieber die Kehle aufschlitzt. Ja, ich muss mit dem... Ich muss dringend aufhören mit dem Hardcore-technischen Töten. Aber das mache ich, nachdem ich mir dieses nette Gefährt da wieder geholt habe. Na da? Ja. Ihn meinte ich eigentlich gar nicht. Los. Herr Rogger, ja, jetzt. Du lebst das. Lüpp. Tja, meiner würde ich sagen. Und wie ich wieder die Leute aufschlitze, ne? Herr Rogger ist schon angeschlagen. Oh, oh, sie haben es getötet. Okay, ich wollte dann wieder gehen. Nee, ehrlich jetzt. Ich hab jetzt keine Lust zu. Naja. Ich habe einen wichtigeren Auftrag. Ja, nee. Ich muss jetzt mal hier lang. Noch ein paar Fuß. Oh, hi. Habt ihr das gehört? Bleib, wo du bist! Oh nein, die kommen immer noch hinterher. Das ist ja doof. Ich bin aber schneller zum Glück. Weil ich nicht so einen kleinen Uru- oder Ork-Gammelbeine habe. Ey, nicht schmeißen! Nicht schmeißen! Wär's ja noch. Komm ich jetzt hier lang? Natürlich, das Kraut ist in der Nähe. Ist so schön. Ach, hier wieder zwischen. Puh, dann schauen wir mal. Der schwarze Hauptmann. Gortha ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Okay. Oh, ich bin da. Er will den Grabwandler? Ja. Ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin. Es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. So, was heißt das für uns? Okay. Die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir, Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun. Bring mir den Kopf dieses Grabwandlers.
Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Was? Waldläufer, Zeit zu sterben! Ja, ja, erstmal muss ich gucken hier. Die Spacken müssen Ruhe lassen, ne? Hat sich ja gerade noch ein bisschen. Mensch, ist jetzt gut. Er nervt. Ich hasse das in den 5 Milliarden anderen Boxkämpfen zu müssen. Hat er mal lieber abgekriegt, wa? Jetzt teile ich die Hiebe aus. Ja, ja. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann dem noch bestimmt den letzten Hieb versetzen. Aber er nimmt wieder die scheiß linke Steuerungstaste nicht für die tödlichen Sätze von dem Scheiß. Los, 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 los. Ja. Mist. Jetzt hat er die Kombo versaut. Zack! Füge ihn nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Abschau! Ich sollte aufpassen, dass er mich nicht die ganze Zeit in den fucking Rücken trifft. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Das ist wirklich mal Ende. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Nicht springen. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Ach du Kacke, jetzt kommen wieder 10 Milliarden. Du magst aus dem was ist jetzt passiert? Ich hab F gerückt. Doch nun sollst du für immer hauen. Ich ruh nicht für immer. Ich mach erstmal deine kleinen Orks hier wieder tot. Dies ist nicht deine Zeit. Deine auch nicht. Du läufst doch schon rot an, du Spanns. Oh ja, genau. Jetzt. Das wird mir langsam ein bisschen unsympathisch, ne? Zurück in die Erde, Grabwandler! Zurück in die Erde, Grabwandler! Haltet euch den Rücken frei, wenn ihr eure Köpfe behalten wollt! Oh, fuck. Jetzt teile ich die Hiebe aus! Tötet ihn, ihr nichtsnutziger Haufen Augs! Dies ist nicht deine Zeit. Zeit zu sterben. Stirb doch, wie der aushält. Boah, Leertaste, fuck. Zurück in die Erde, Grabwandler. Okay, ja. Ich geb mich ganz kurz. Zurück an die Arbeit, ihr Schaden. Geh schlagen. Ich muss mich zurückziehen. Fuck. Das wird wieder ein knappes Ding. Ich zeige dir, was. Nein, nein. Um den Todesstoß zu und beweis mir euren. Dein Kopf ist ab. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Greif von hinten! Habe ich ihm damit etwas abgezogen? Ich hoffe. Ich habe ihm jetzt alle meine Pfeile reingedrückt an elf Dinger, die ich noch hatte. Nein, nicht den! Morgens. Der dunkle Herrscher wird uns
Scheiße. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Komm, ein Stück, ein Stück, ein Stück. Nein, ich spring! Spring doch nicht! Von der Seite! Oh, ich hab ihn. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Nun, Litariel vom Nordenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marwyn, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Okay, der Schwarze Hauptmann, Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Mehr Aufträge verfügbar. Ups, falsches Symbol gesetzt. Alles Nebenmissionen, aber hier ist wieder Kampagne. Ja, dann werden wir uns da nochmal auch schnell auf den Weg hin machen. Okay. Nicht so. Siehst du, bei dem ganzen Gelaufe eben, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich so mal Punkt schlupp bin, wie auch immer. Der Hammer hat einmal 100 getötet, weil sie zu langsam in die Schlacht. Und wieder kein Auto hier. Ich meine natürlich ein Karagor. Mann, Mann, Mann. Ich muss mir auch mal meinen eigenen Karabiner kommen. Ich habe nachfolige Spuren entdeckt. Feiner. Schon wieder. Ich kann mal kurz durch. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Schnapp den! Ach ja, wir sollten vielleicht mal Kraut auch auf dem Weg suchen, ne? Ich glaube, es hat gerade einer noch was nach mir geschmissen. Falsch. Habt ihr das gehört? Okay. Ich bewege mich jetzt. Da ist eine Pflanze. Wo bist du vorhin hingelaufen? Ich bin einem dieser geflohenen Menschen hinterhergegangen. Hättest du sie von den Schützen umlegen lassen sollen. Die spielen mit ihrer Beute. 700 noch was Fuß. Ich muss hier aber lang. Sicher nur! Ich zurück auf die Arbeit! Okay, irgendwas ab. Hupp! Hupp! Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung! Und weiter. Und
immer schon weiter, wir sind gleich da. Die hat ihr Lager direkt bei so einer Ubu-Kaserne hier, wenn ich das mal so nennen darf. Ne, Quatsch, der Bote. Ist denn nicht ihr Lager oder was? Schauen wir mal, was die Mission überhaupt ist. Hier sieht so aus, als ob hier jemand kommt. Der Einführung neues Gebiet. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet über die Karte. M kannst du jederzeit nach Ubu zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach, ja, Dings durchführst. Jedes Gebiet besitzt seine eigene Armee. Okay. Der Bote. Mach dich bereit, Litariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Okay. Ich sag viel zu oft okay. Mein Gott, dass ihr euch nicht beschwert. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Vater, Sie sagen, du bist ein Verbrecher. Wer weiß, das Symbol Gondors steht im dritten Leben der Haie. Neu gepflanzt mit Setzlingen. Okay, jetzt wird wohl eine neue Map geladen. Sonst würde ich nicht so lange im Ladebildschirm hängen hier. Mensch, soll weitergehen. Die Leute wollen was sehen. Hallo. Do it. Do it now. Geht doch. In einem Video oder darf ich direkt was machen? Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Okay. Gras. Schieb die Wache! Ich muss mich eine Weile ausruhen. Bist du? Aber wir rennen einfach mal vorwärts und vorbei. Ich bin gar nicht so schnell. Das hört sich nicht gut an!
Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Sieht sehr schick aus hier, oder? Jetzt mal ehrlich. Aber das... Ich dachte, wir sind jetzt in der Nähe vom Herzen Mordors. Die Natur gedeiht in Nor. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. Ja. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. Hat er festgestellt, dass ich ihn einfach so über die Brüste geschickt habe? Dich auch. Warte! Ich rieche etwas. Sie vermochte es, deine wahre Gestalt zu erkennen. Sie will den Schmied der Ringe der Macht erwachen sehen. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Den Spuren des Ghuls. Festlegen. So, jetzt erklären wir mal ganz kurz die Spuren des Ghuls. Was genau soll das sein? Komischen Fußabdrücke oder nicht? Da. Na, wenn man natürlich in die falsche Richtung blickt, ne? Da ist unsere Spur. Blickt, ne? Das ist natürlich scheiße. Letzte Woche hat ein riesiger Grauk einen unserer Außenposten angegriffen. Der Kommandant ist... Wie führen wir Marvin Speer zum Hinterhalt? Ich schrei noch Hilfe, wie ein Mensch. Hilfe! Hilfe! Keiner von euch klingt nach mir. So, jetzt viel Quatsch, ne? Ich hab ein Problem. Wie geht's nämlich weiter? Okay, der wird gleich wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Wenn du die Chance hast, den Wald läufert. Halt den Mund und ab! Was war das? Bekommst du weitere Schläge? Das ist ein Karagor. Ein Karagor! Jetzt leider nicht. Oh, scheiße. Ich habe Sklaven getötet. Fuck. Das wollte ich nicht. Ich drücke Steuerung und Linksklick. Und er macht irgendwie... Ja, genau. Achso, das war Shift-Linksklick, ne? Meine Fresse, dass ich die scheiß Tasten immer so durcheinander bringe. Treibt uns das Ding ganz hin? Oh. Okay. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ich kenne diesen garstigen Gestank. Nachtgeschöpfe. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Schleichen? Ich bin kein Assassin's Creed-Spieler, Mann. Schleichen, mit der Ernst. Wo mit dir? Hier oben bleibe ich ungesehen. Okay. So, jetzt muss ich aber runter.
Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Okay. Geh wieder hoch! Oh, er kommt hier nicht mehr hoch. Scheiße. Fuck, jetzt muss ich kämpfen. Bitte lass mich das einfach. Okay, die anderen haben mich auch noch nicht gesehen. Komm. Noch ein Angriff und diese Höhle wird mein Grab werden. Ach, ich gehe ja schon wieder hoch. Meine Güte, warum fall ich da runter, Tölpel? Ich hab mal eine Ahnung hier. Bogenschuss habe ich voll. Soll ich da rüber? Angst gehabt oder hab ich nicht gesehen? Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Warum sind hier so viele Pfeile? Ich ahne Böses. Das ist kein Ghoul. Feind, Ghoul-Matronen. Ghoul-Matronen sind die gefährlichsten Exemplare ihrer Art. Sie schlagen stets zurück, wenn du angreifst. Also sei bereit, ihnen schnell auszuweichen. Leertaste. Okay. Bloß noch unsere Knochen verbleiben. Fuck. Ja, komm. Was?
Ach so! Weiß ich doch nicht. Alter. Oh, wieder. Ich bin gestorben. Scheiße. Naja. Werden wir nochmal, ne? Was ist das für eine Kreatur? Probieren. Gift hat das Vieh auch noch. So, eins, zwei und springen, komm. Und wieder. Eins, ne. Nein, ich bin nicht geklopft oder was? Okay, es macht so keinen Sinn. Ich werde das auf das Ding schießen müssen. Deswegen sind hier auch noch Pfeile. Fuck. Ja, nee. So nicht. Scheiße. Vielleicht habe ich das Vier aber. Na los! Endlich! Meine Güte. Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Flieh aus der. Jetzt lasse ich mir Zeit. Oder was? Falsche Richtung. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Ja, ich habe nur noch ein bisschen Zeit. Diese Flammen werden sie aufhalten. Los, renn weiter. Der Eingang der Höhle liegt vor uns. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Ich renne schon wie ein Wilder. Wieder. Los, renn. Diese Hühle, die sind ein abartige Kreaturen. Scheiße, zurück ins nächste Arsch. Jetzt habe ich mich selbst verbrannt. Raus hier. Mein Gott. Tschüss. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's hier dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Ding dong. Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. So, auch diese Mission wieder abgeschlossen. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor.
Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Gut, da ist denn der neue Auftrag. Den kann ich mir schon mal markieren. So. An sich war es das erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten wieder mit dabei, wo wir dann anscheinend mit dem Zwerg auf Schlachtung von dem Ungeziefer hier gehen. Und mal kurz die Aussicht genießen hier. Echt schick. Wirklich echt schick. Ja. Wie gesagt, ich danke euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.